Hi Leute, hier ist wieder euer Matze Jim mit einem Ring-Report. 60 Ringe haben wir wieder zum Identifizieren. Und, jetzt hatte ich gerade meinen Ring gewechselt. Das wäre ja ein Chaos gewesen. Hätte ich meinen eigenen Ring verkauft. Wir starten direkt und hoffen natürlich, wie immer, auf irgendeinen guten Ring. Come on, Baby. Give me a good one. Crit-Chance, Attack Speed. Dex live und Minimum Damage. Gar nicht so schlecht, muss man sagen. Also da bin ich gespannt. Ich gehe schon mal zum Händler und sortiere mal ein bisschen aus. Der hat jetzt im Vergleich zu meinem Ring gar nicht so einen großen Unterschied. Okay, der hat jetzt halt le leider weniger Crit-Chance drauf. Aber die Stats, die passen auf jeden Fall schon mal zueinander. Und das ist ja wichtig. Schauen wir mal weiter. Vielleicht ist ja doch noch was dabei. Schade, dass da kein Crit Damage noch drauf gewesen wäre. Ich sag mal, wir haben jetzt hier ein 5er Wall. Ein Stat fehlt auf den Ring. Aber auch mit 11% Life. Also das finde ich schon echt heftig. Wenn man so sich mal ein komplettes Live-Gear macht, ja, leider braucht man sowas ja nicht wirklich, dann könnte man, also da könnte man ja echt auf relativ viel Life kommen. So, wir haben einen Ring jetzt hier noch zur Seite gezogen mit Damage, Wit, Stärke und Attack Speed 9%, ist maxed. Will ich trotzdem mal nachgucken, nochmal, was es dafür aktuell gibt, auch wenn nur einer der tollen Stats drauf ist. In dem Fall ja Attack Speed. Ja. So, die restlichen. Schauen wir mal, die Hälfte ist geschafft. Wir können jetzt mal kurz hier ausmisten einmal. So. Jetzt noch die restlichen paar Ringe und dann haben wir es auch gleich wieder. Oh, guck mal, Attack Speed, Always, Crit Damage, nee. Primary Stat fehlt. Always Fire Damage, Damage ist relativ hoch. Schade, dass da nicht noch mehr Stats drauf sind. Bing! Bing! Auch nichts. Die letzten Ringe wieder. Auch nichts wert. Auch nichts wert. Okay. Ach, schade, da habe ich jetzt echt noch gedacht, kriegen wir vielleicht auf dem letzten Ring noch was Gutes. Aber er wollte nicht. So, zwei Ringe haben wir. Da gucken wir mal nach, ob was rausgekommen ist, beziehungsweise ob wir dafür was bekommen. Hier haben wir jetzt einen für 14 Millionen. Auch mit einem hohen Life-Wert. Attack Speed Crit ist drauf. Hat aber einen höheren Attack Speed. Hat auch einen höheren Crit. Wir geben mal Life 10 ein. Average Damage können wir ein bisschen senken. Dex senken wir auch nochmal. Da sehen wir schon, okay, 14 Millionen. Fangen da die ersten Ringe an. Und also ich würde sagen, den machen wir mal für 5 bis 10 Millionen. Machen wir den mal rein. Mit ganz vielen tollen neuen. So, okay. Der wäre auch drinne. Jetzt noch. Den finden wir gar nicht erst. Na, das ist doch mal wieder hier ein Spaß. Arkan-Resi nehmen wir raus. Den Wit-Wert senken wir. Genauso den Stärke-Wert senken wir einmal. Und dann haben wir hier einen mit 10 Millionen. Okay. Average Damage ist zu low. Können wir auch rausnehmen. Und dann geht's hier auch schon los. Okay. Eine Million. Eine Million versuchen wir den zu verkaufen. Okay, hätten wir, unser Auktionshaus ist jetzt erstmal voll. Ja, im nächsten Ring-Report werde ich dann zeigen, was so rausgegangen ist wieder an Ringen, ob ich was verkauft habe, ob ich den Preis senken musste. Kommt ja oft mal vor, dass ich etwas nicht verkaufe und dann senke ich den Preis wieder und dann geht's erst raus. Ja, man muss sich halt bei manchen Ringen bzw. Items langsam vortasten. Zwei Ringe waren dabei, die wir nachgucken konnten. Von 60, wie immer schlecht, aber was soll's. Ja, das war's schon wieder mit einem Ring-Report. Ich wünsche euch natürlich viel Glück bei euren Ringen und bei euren Legendaries. Wir sehen uns auf meinem Livestream. Ja, bis zum nächsten Mal. Euer Matzijin. Daumen hoch nicht vergessen. Bye bye.